Das Wetter ist perfekt. Endlich können die Bienen fliegen. Arbeitsauftrag, Pollen und Nektar von Kastanien und Lindenblüten sammeln. Imkermeister Heinz Schießer betreibt mit seinen Söhnen eine Imkerei in Gräfenwiesbach im Hochtaunuskreis. Durch das kalte Frühjahr haben seine 150 Bienenvölker in diesem Jahr erst spät mit der Brut begonnen. Dann kam wochenlanges Regenwetter. Wenn die Völker nicht stark genug sind und dann noch schlechtes Wetter haben, dann haben die weniger Zeit und sind halt auch nicht so zahlreich, um den Nektar zu sammeln. Will heißen, die Bienen haben in der Hauptblütezeit des Jahres weniger Honig produziert. In guten Jahren schafft ein Volk 40 Kilo pro Saison. 2016 werden es wohl nur 20 Kilo sein, also gerade mal die Hälfte. Der Familienbetrieb verkauft den Honig vor allem auf Wochenmärkten. Julius Schießer füllt derzeit Blütenhonig ab. Sorten wie Lindenblüten und Waldhonig sind in diesem Jahr teure Mangelware. Also wir hatten einen Waldhonig, der auch von den Kunden sehr geschätzt wurde. Von letztem Jahr, der war bei 6,40 €, was eigentlich auch noch ein recht fairer und guter Preis ist für einen deutschen Imkerbund Waldhonig. Und er wird wahrscheinlich dann um 10% ungefähr auf 6,90 hochgehen. So. Doch scheinen die Kunden für 500 Gramm Qualitätshonig auch tiefer in die Tasche greifen zu wollen. Wenn es jetzt ein sehr guter Honig wäre, würde ich nicht unbedingt auf den Preis achten. Ich würde auf jeden Fall mehr zahlen dafür, einfach weil es die Notwendigkeit einfach hat. Und insofern ist es absolut in Ordnung. Honig aus der Region ist ohnehin ein seltenes Gut im deutschen Einzelhandel, so der Vorsitzende des Hessischen Imkerverbandes. Wir müssen aber auch wissen, dass der deutsche Honig etwa 20% des gesamten deutschen Marktes nur abdeckt. 80% unserer Mengen kommen aus dem Ausland und alle Handelsmarken, wenn Sie da drauf schauen, steht aus europäischen und außereuropäischen Herkünften. Imker Heinz Schießer muss mit der miesen Ernte in diesem Jahr leben. Er nimmt es aber gelassen. Man hat immer gesagt, so ein Imker, der muss immer eine Ernte im Keller haben, eine Ernte auf der Bank und eine Ernte, die er dann im Sommer hat. Wenn die ausfällt, muss er das kompensieren über mehrere Jahre. Und seine Bienen haben ja auch noch bis zum Herbst Zeit, Honig zu produzieren. Vorausgesetzt, es gibt noch viele Blumenwiesen, damit die fleißigen Tiere auch noch Nahrung finden.